Im Nordwesten von Kufstein, 100 bis 150 Meter oberhalb des Inns, liegen für idyllische, um nicht zu sagen verträumte Seen, die sogenannten Tierbergseen. Die mehr oder weniger versteckt liegenden Seen können alle auf einer erholsamen, aber abwechslungsreichen Wanderung von rund 3 Stunden besucht werden. Wie der Name schon sagt, ist der Längensee bei 455 Meter Länge nur 100 Meter breit. Die Entstehung von Längensee und Hechtsee ist nicht endgültig geklärt. Man vermutet als Ursprung kleine, dolinenartige Einsturzbecken im kalkigen Untergrund. Der Inntalgletscher räumte die Becken dann in der letzten Eiszeit weiter aus und dichtete den Untergrund mit tonigen Schmelzwassersedimenten nach unten ab. Der Hechtsee ist mit 700 mal 700 Metern der größte der 4 Tierbergseen. Er wird bereits seit Jahrhunderten durch eine 2 Meter hohe Mauer aufgestaut und intensiv für die Fischzucht genutzt. Der Karpfen ist eine der bekanntesten europäischen Fischarten, die seit der Antike als Speisefisch beliebt ist. Karpfen erreichen meist eine Länge von 40 cm. Im Gegensatz zu den anderen in Europa vorkommenden Karpfenfischen ist er an den 2 Paar Barten seitlich der Oberlippe gut zu erkennen. Am Ende der letzten Eiszeit, vor 20.000 Jahren, schmolz der Inntalgletscher ab. Kleinere Eisteile trennten sich vom Hauptgletscher und schmolzen ohne jede weitere Fließbewegung an Ort und Stelle. So entstanden der Egelsee und der Pfrillsee als Toteislöcher. Der Egelsee zählt zu den streng geschützten Tiroler Naturdenkmälern und zeichnet sich durch eine reichhaltige Seeflora aus. Der Frillsee ist mit 170 mal 100 Metern der kleinste See in der Runde. Ungefähr 100 Meter vor dem See befindet sich ein Schilfgebiet. Ein Felssturz trennte den nördlichen Seeteil vom Rest des Sees ab, sodass dieser Teil heute komplett verlandet ist. Zwischen Lang- und Hechtsee erhebt sich der 721 Meter hohe Tierberg. Die Ruine Tierberg besteht aus einem Turm, der schon zur Römerzeit errichtet, aber nie wirklich fertig wurde. Auf dem Tierberg befindet sich eine der Gottesmutter Maria geweihte Kapelle, zu welcher von der Kufsteiner Seite ein Kreuzweg hinaufführt. Der Turm kann bestiegen werden. Von oben bietet sich ein umfassender Blick von Rosenheim über Kufstein bis nach Wörgl. Die Westseite der Chiemgauer Alpen, das Kaisergebirge und die nördlichen Kitzbüheler Alpen dominieren den Blick. Das bedeutendste Wahrzeichen Kufsteins ist die Festung, die auf einem 90 Meter hohen Berg im Zentrum der Stadt liegt. Sie wurde erstmals 1205 als Besitzung des Bischofs von Regensburg und des Herzogs von Bayern erwähnt.
Aufgrund ihrer strategisch wichtigen Lage wurde sie von allen Herrschern gefördert und befestigt. Nördlich der Altstadt, direkt am Inn, liegt die Wasserbastei. Sie ist der letzte größere Rest der alten Stadtmauer. Sie wurde ab 1560 erbaut, als man die Türme der Stadtmauer durch Basteien ersetzte, auf denen Geschütze montiert waren. Südlich der Altstadt steht der Teil eines Eckturms, der das Stadttor zum Inn sicherte. Zwischen den beiden Resten der Stadtmauer befindet sich die Römergasse, die mit ihren beiden alten Weinhäusern den reizvollsten Teil der Kufsteiner Altstadt bildet. Kufstein wurde erstmals in einem Güterverzeichnis von 788 mit einer eigenen Kirche nachgewiesen. Damals unterstand die Siedlung dem Herzogtum Bayern, bis ihr 1393 das Stadtrecht verliehen wurde. Der untere Stadtplatz war das mittelalterliche Zentrum Kufsteins, in dessen Mitte seit 1863 ein gusseiserner Marienbrunnen steht. Am Ostende des unteren Stadtplatzes befinden sich die Stadtpfarrkirche und daneben das Rathaus. Die Stadtpfarrkirche St. Vitus ist eine um 1400 entstandene, dreischiffige, spätgotische Hallenkirche, die in den Jahren 1660 bis 61 barockisiert wurde. Das älteste erhaltene Mobiliarstück ist der klassizistische Hochaltar. Das Altargemälde zeigt den heiligen Vitus als Märtyrer vor Maria mit dem Christuskind. Links neben der Kirche steht das Denkmal von Dekan Dr. Höfater, aufgestellt im Jahr 1899. Höfater gründete die erste Kindergärtnerinnenschule in Österreich und den ersten Kindergarten in Tirol. Auch war er der Gründer der Alpenvereinssektion Kufstein. Östlich vom Stadtplatz befinden sich einige imposante Jugendstilbauten. Das 1907 erbaute Sparkassengebäude weist noch Merkmale wie Stirnmauern, Laubengängen und große Erker auf. Gegenüber liegt das Eckergebäude, das als eines der schönsten Tiroler Jugendstilhäuser gilt. Der in Kufstein geborene Josef Madersberger gilt als der Erfinder der Nähmaschine. 1814 stellte er in Wien eine Maschine vor, die die Bewegung der nähenden menschlichen Hand nachahmte. Auf dem Heldenhügel mit Blick über Kufstein steht das Andreas-Hofer-Denkmal. Er wurde als Anführer der Tiroler Aufstandsbewegung von 1809 gegen die Truppen Napoleons berühmt. Nach anfänglichen Erfolgen wurde er gefangen, nach Mantua überstellt und dort 1810 hingerichtet.